Hi meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Ich bin wieder da. Ein paar Tage sind vergangen, weil mein lieber Mann auch mal zocken wollte und gefühlt die letzten 3 Tage durchgezockt hat. Deshalb bin ich erst jetzt wieder hier und ja, ich freue mich. Ich bin gerade dabei, das Outfit ein bisschen zu ändern, beziehungsweise das Erscheinungsbild. Ich habe einen neuen Controller, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Cool. Oh, das ist cool. Okay. Ach ja, das ist ja... Okay. Und bin noch nicht so vertraut mit der... ja, Navigation hier. Das heißt, es kann noch ein bisschen dauern, bis ich da so... Der ist ja auch schön. Halleluja, der sieht cool aus. Aber wir lassen trotzdem, ich hätte gerne den Schulumhang einfach mal. So. Ah ja, okay. Okay. Ist halt echt hässlich, ne? Egal, egal, egal. So, wir gucken uns da. Okay, da haben wir ja sowieso nichts anderes. Und dann würde ich aber sagen, das Erscheinungsbild ändern. Finde ich. Ja. So viel dazu. Ja, ne? Erscheinungsbild ändern. Das möchte ich gerne unsichtbar, glaube ich, oder? Ja, unsichtbar. Das finde ich cool. Finde ich super. Was denn? Eine Rüstung. Ja, nee. Ich finde es ohne schöner. Ich mag das, wenn das so ein bisschen... Hier haben wir noch Stabgriffe. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Wieder ein bisschen normaler. Wir haben auch noch nicht so schöne Kleidung, finde ich. So. Dann sehen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Ah ja, bei ihr hier. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ein Hinweis. Irgend so eine fette... Hermine. Hermine. Hä? Und wo ist das? Müssen wir wirklich üben? Hier ist der, oder wie? Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Die Motte hält an. Vielleicht muss ich mit Lumos weitermachen. Lumos. Ah, okay. Und sie... Ah, cool. Sie geht auf Licht. Klar, Motten. Ah, logisch.
Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Rebellion. Wenn ich meine arme Kröte. Oh, Leute, das ist echt ein bisschen tricky noch. Ich bin es ja gar nicht gewohnt, dass ich mit Lenora? Controller. Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Ich auch. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Revelio! So, dann machen wir mal weiter. Aufträge. Die Prüfungen Merlins. Gucken wir mal. Ich habe jetzt schon ein bisschen was bei meinem Mann gesehen. Also ich bin zumindest schon ein bisschen vorbereitet drauf, was mich erwartet. Es tut mir so leid. Hallo. Ich hatte kurz Angst. Oh, sind wir denn hier? Da waren wir aber noch nicht. Da war ich noch nicht. Ah ja, doch. Da war ich schon. Ach so, dahin. Wer fällt ein? Achso. Hogwarts bei Nacht. Ich hab's ja schon gesehen im Herbst. Auch bei meinem Mann. Unfassbar schön. So, so schön. Ich bin auch so froh, dass sie die verschiedenen Jahreszeiten mit reingebracht haben. Das macht echt doch nochmal ein bisschen was aus, ne? Aber wo müssen wir denn hin? Bitte nach oben. Ja? Ja. Ah, und ich glaube, da bin ich schon mal lang gelaufen. Oh. Hallo, Hogwarts. Geht's denn hier hin? Und denn hier jetzt? Oh, ein Wasserfall, wie schön. Wie wunderschön.
Ja, dann sind wir da. Kann ich auch irgendwie schneller laufen oder so? Oh, nee. Keinen Plan, Leute. Überhaupt keinen Plan. Ja, toll. Da hätte ich auch hindingsen können. Hier, mich hin Klopulvern. Geh. Oh, das ist... Da geht's... Oh, ist das nicht toll? Ach, Leute, bitte. Ihr könnt mir nicht sagen, dass es nicht schön ist. Ich muss mal kurz ein Bild machen. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin und dass die das so feiert. Keine Ahnung, ob das andere auch so toll finden und so. Also ich könnte... Ich habe auch meinem Mann die letzten Tage nur zugeguckt. Und das... Oh, geh mal aus dem Weg hier. Und das alleine finde ich schon so schön. Was sollte ich untersuchen? Ach, da drin das, ne? Da war ich doch schon mal. Hallo? Wie weit ist es denn noch? Ach so. Ah, okay, cool. Er zeigt sogar den Weg hier in der Luft an. Das ist ja mal cool. Da war ich auch schon mal. Ich fühle richtig, wie sich das anfühlt. Ah. Hallo? Ich weiß nicht, glaube, ich muss kämpfen. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Oh Gott, oh Gott. Ah, okay. Noch mehr von denen. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Ach was. Im Bereich Sammlungen in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren. Also hier. Wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Okay. Komm her, du freche Expulsion. Hilfe! Ich habe keine Ahnung, wie meine Tastatur funktioniert. Das ist doof, wenn man da mittendrin aufhört. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo die Tastenbelegung. Ah, hier. Heilen. Ach, nach unten. Okay. Zauberset wählen. Wird schon gehen, ne? Verdammt. Versuch's nochmal.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Das ist echt gar nicht so leicht, wenn man das nicht gewohnt ist und dann gleich so voll einsteigt. Wird schon. Bin halt ein PC-Zocker und kein Konsolenzocker und das merkt man. Aber ich versuche mein Bestes, dass es beim nächsten Mal was wird. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Oh, no. Wo ist denn hier Incendio? Verdammt. Ich muss mir unbedingt Tränke kaufen. Unbedingt. Oder selbst welche machen oder so. Echt, also. Ja, aber es ist eine gute Übung. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Jawohl. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Upsi. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Ja! Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte. Aber danke für die Hilfe. Hm.
Nun, für den Moment sind sie sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Hm. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gerne mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll? Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Okay. Ui. Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage, was ist mit diesen Scheiterhaufen auf? Senken den Scheiterhaufen. Damit wäre das erledigt. Oh, wie schön. Wunderschön. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Ich glaube, ich muss sowieso mal nach Hogsmeade. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen. Ich könnte mal gucken, wie es weitergeht. Aufträge, dass wir hier mal
Unterrichtsstunde. Oh, da habe ich Bock drauf. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich könnte auch einfach mit der Karte, da ist das die Karte. Ja, das sieht doch gut aus. Karte von Hogwarts. Dann muss ich nicht wieder alles ablaufen. Oh, wir müssen... Nö, da lang nicht. Oh ja. Nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Black würde das nie erlauben. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Anfang! Let's go! Zaubertränke! Hi! Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Ich weiß noch nicht, wie ich den Lehrer finden soll. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war.
Professor Sharp sagt, der Mega-Power-Trank heilt Wunden. Hoffentlich brauche ich ihn nie. Keine Sorge, falls die Zutaten knapp werden. Ich baue meistens einfach ab. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Gute Arbeit beim Brauen deines ersten Mega-Power-Tranks. Aber es gibt noch viele Tränke zu lernen. Das wird ein... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja, aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Mhm. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Warte mal, bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Okay. Ich bring dir die Fupa-Feder, wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst. Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich braue. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Wer gut vorbereitet sein Bei Borgen und Burgs kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. 1875. Von Tränken muss man exakt sein. Hier ist die Fupa-Feder, die du wolltest. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Idurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Oje. Hört sich irgendwie nicht so gut an. Sollen sie den Diptank schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust ihrer Augenbrauen führen. Nee, super, der ist ja gleich fertig. Wäre cool, wenn man die Zutaten noch selbst reintun könnte. Ich will ja nicht so sein. Das Spiel ist ja trotzdem super. Aber ja, so ein paar Kleinigkeiten. Mehr Unterricht wäre ich ja auch dafür. Mein Mann zum Beispiel mag das gar nicht. Aber ich schon. Ah, supi. Seltsam. Was ist da los? Oh oh. Moment, wo war das denn? Ah! Ja. Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Ja, und jetzt? Mr. Weasley war das nicht allein. Ach so. Wer ihm geholfen hat, ich kann nichts mehr machen. Falls dafür verantworten. Wo ist er denn? Da ist er. Ich habe den Idurus-Trank gebraut, wie gewünscht. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Ich
bin nicht sicher, was Sie meinen, Professor. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will, kommt bei mir nicht weit. Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen. Ja, schon gut. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Da muss ich sowieso hin. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Okay, dann würde ich gern. Ich möchte gerne. Ich hätte die Karte. Möchte ich gerne. Und zwar. Hier. Da, aber ich möchte gerne in die Gewächshäuser. Wir haben nämlich Dipdam angepflanzt, schon vor einer Weile. Die müssten ja schon längst fertig sein. Und die brauche ich für den Megapower-Trank, den ich auch unbedingt brauche. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe gehört, Sie sind eine findige junge Ravenclaw. Professor Fig hat mir gesagt, Sie fanden ein verlorenes Buch für ihn. Ich möchte darüber reden. Ah ja, super. Ja, dann reisen wir mal nach Hogsmeade. Gibt es da denn keinen Wegpunkt oder so? Und da? Nudelmuffbau. Aber ich würde da gerne hinreisen. Okay, dann reisen wir eben dahin. Dann habe ich zumindest nicht mehr so weit laufen. Ich will endlich einen Besen haben und fliegen. Das ist so toll. Das ist richtig doof, mein Mann hat mich richtig gespoilert. Ich kenne schon die ganzen guten Sachen. Ich bin auch schon ein bisschen geflogen, aber. Oh, ich will trotzdem einen eigenen. Da müssen wir hin. Okay. Oh. Ah ja. Hallo, hallo. Da sind, zweifellos schon lange verlassen. Ja, da könntest du recht haben, ne? Aber vielleicht gibt es ja da was, was ich... Okay. Nee, irgendwie nicht wirklich. Weiter geht's. Ab nach Hogsmeade. Und wie viele von denen hier rumschwirren, das ist echt irre. Was ist denn das hier? Ah, das gucken wir uns später mal an. Oh, upsie. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Juhu.
als Hogwarts. Oh, was ist denn das? Katze! Ich liebe Katzen. Oh. Bin ich jetzt nicht bald da? Ach, das sind nochmal welche. Nochmal durch. Oh, nochmal welche. Ah ja, okay. Supi! Kann man alles brauchen. Besonders den Mondstein. Brauchen wir später. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die Pilze brauche, aber... Ah, da geht's zum Dings, zum Lake. Im See. Das ist irgendwie so cool. Seit wann hängt das denn? Hallo? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nee. Gibt's nicht. So süß. So, so, so süß. Wenn man da irgendwie... So, oder? Dann sieht man schön hier Zonkus. Ach, da muss ich rein. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Da war das da drin, ne? Gucken wir mal. Schön, dass Sie kommen. Professor Fig spricht in den höchsten Tönen von Ihnen und Ihrem Einfallsreichtum. Dankeschön. Er hielt sich mit Einzelheiten zurück, meinte aber, dass Sie ein schwer zu findendes Buch aufgespürt haben. Möchten Sie mit Ihrer Spürnase vielleicht auch in meine Dienste treten? Na claro. Natürlich, Mr. Ollivander. Das mache ich gerne. Wunderbar. Wissen Sie, vor etwa 100 Jahren verschwand aus diesem Geschäft ein Apfelholzstab mit Feenflügelkern, ein Erbstück. Meine Großtante verdächtigte einen Schüler namens Richard Jackdaw. Mm. Er arbeitete hier als Assistent und verschwand plötzlich. Richard Jackdaw? Ja, er hielt sich wohl häufig in der Eulerei von Hogwarts auf. Natürlich haben wir dort gesucht, aber keinen Zauberstab gefunden. Wir haben eine Reihe von Statuen gefunden, die Dohlen ähneln. Das muss eine Spur sein, aber ich finde nicht heraus, wohin sie führt. Zuletzt hörte man von Jackdaw, als er über ein paar Seiten mit einer Karte kicherte, die er Peeves gestohlen hatte. Natürlich war der Poltergeist nicht gerade hilfreich. Ich schaue mich für Sie um. Sie haben mir genug Hinweise geliefert. Oh, Sie haben diesem alten Zauberstabmacher neue Hoffnung geschenkt. Professor Fig hatte recht. Sie sind bemerkenswert. Das sehen wir uns auf jeden Fall an. Wenn wir schon da sind, können wir gleich mal gucken. Können wir zu Zonkus? Zonkus! Oh, da war ich noch gar nicht. Oha, wie cool! Cool ist das denn bitte?
wenn ich schon mal hier bin. In Hogsmeade, dann möchte ich das auch ausnutzen. Und eventuell kaufe ich noch ein paar Powertränke oder so. Ui! Das erinnert mich an die Weasley-Brüder. Don't push. Oh. Upsi. Die Karte brauche ich kurz. Falsch, egal. Kann ja trotzdem in die Karte. Und zwar möchte ich gerne zum Zaubertrank-Dings. Erstmal, bevor ich in die Eulerei gehe. Ist das langsam? Hallo? Geh mal ein bisschen schneller hier. Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Hallo. Achso. Wie kann ich heute behilflich sein? Mhm. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Maxima-Trank. Okay. Reicht erstmal. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao. Und dann geht's ab in die Eulerei. Irgendwo. Oi. Hm. Ja, nee, ist klar, ne? Okay, da müssen wir hin. Dahin. Okay, wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.